Es war eine außerplanmäßige Sitzung, zu der sich die Stadträte in Grimma am 4. August trafen. Allem voran stand dabei die Verpflichtung des am 12. Juni wiedergewählten Oberbürgermeisters Matthias Berger. Mit 85,9% der Stimmen gewann er gegen Tobias Burdukat mit 7,8% und Rainer Umlauft mit 6,3% die Wahl. Da Berger wiedergewählt wurde, war eine erneute Vereidigung nicht vorzunehmen. Jedoch erging der ausdrückliche Hinweis auf den bereits geleisteten Diensteid. Die Verpflichtung obliegt einem Mitglied des Stadtrates und wurde durch Wahl dem ältesten Mitglied Malte Martin übertragen. Der Stadtrat hat mich als ältestes Mitglied des Stadtrates soeben beauftragt, Sie in der heutigen Sitzung nach Ihrer Wiederwahl am 12. Juni möglichst feierlich in Ihr neues Amt einzuführen. Den Amtseid nach § 63 haben Sie schon bereits geleistet. Eine förmliche Wiederholung ist also nicht notwendig. Trotzdem möchten wir Sie mit der heutigen Verpflichtung daran erinnern, Ihre Tätigkeit auch weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen unter Achtung von Verfassung und Recht uneigennützig und verantwortungsbewusst zum Wohle unserer großen Kreisstadt auszuführen. Johannes Heine von den Freien Wählern überbrachte die Glückwünsche der Stadträte. Matthias, du hast die Gabe und die Weitsicht, all diese Menschen zu motivieren, ihnen Anerkennung und Achtung zu zeigen und gleichzeitig anzuspornen, weiterzumachen. Es wird in Zukunft nicht einfacher, das weißt du genau. Und trotzdem hast du dich für die weiteren 7 Jahre entschieden. Hut ab! Du hast dich zur Wahl gestellt und über 85% aller abgegebenen Stimmen haben ihr Kreuz bei Matthias Berger gemacht. In Anerkennung der geleisteten Arbeit und als Verpflichtung für alle zukünftigen Herausforderungen. Da darfst du auch ein wenig stolz drauf sein. So wollen wir dich auch auf deinem zukünftigen Weg als Oberbürgermeister der Stadt Grimma unterstützen. Da auch in der 4. Legislaturperiode mit Gegenwind zu rechnen ist und Weitsicht nur mit Licht funktioniert, überreicht Johannes Heine 2 Sturmlaternen in den Farben der Stadt Grimma. Der Dank Bergers ging auch an die Bürgerinnen und Bürger für ihr Grundvertrauen, an die Verwaltung mit einem vertrauensvollen Miteinander sowie an die Stadträte. Dem Dank folgte sodann eine Saalrunde Eis. Es folgte die Berufung des stellvertretenden Ortswehrleiters Felix Gerlach zum stellvertretenden Ortswehrleiter Großboden sowie des zweiten stellvertretenden Ortswehrleiters Michael Kammerer der Feuerwehr Großbardau. Beschlossen wurde unter anderem auch die 2. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss für den Ausbau der Straße am Hengstberg, die Vergabe von Bauleistungen zum Aufbau einer Telekommunikationsinfrastruktur, Netzausbau einer Breitbandversorgung im Gemeindegebiet der großen Kreisstadt Grimma und die Vergabeentscheidung über den Kauf eines Kommunaltraktors an den Bauhof Grimma. Nachdem der öffentliche Teil des Stadtrates beendet war, sagte Berger, man wolle im nicht öffentlichen Teil über die Energiesituation beraten.